Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Nordachse 2 von MC Bomber und Shaka One in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nordachse 2 von MC Bomber und Shaka One. Das Ganze erscheint am 30. August. Ich darf euch das Ganze heute schon vorstellen. So sieht das aus. Wir werden erstmal die Folie aufschneiden und das Ganze dann im Detail ansehen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Und es ist, wie der Albumtitel vermuten lässt, der zweite Teil. Nordachse Teil 1 erschien im August 2014 und jetzt ziemlich genau 5 Jahre später ist es Zeit für Teil 2. Wir haben hier einmal unten den Schriftzug Nordachse 2, also hier den Albumtitel. Und dann haben wir hier einen Zug, der hier auf Gleisen fährt durch eine ziemlich verlassene Gegend. Und hier auf der Vorderseite lesen wir dann noch beleuchtet über dem Fenster Nordachse. Okay, auf der Seite haben wir dann, wir drehen das Ganze nochmal kurz um. Auf der Seite haben wir dann auch nochmal die beiden Interpreten, MC Bomber, wenn es dann endlich mal fokussiert. Also wir haben hier MC Bomber und Shaka One stehen, Nordachse 2. Auf der Rückseite ist das Ganze dann im besten Fahrscheinautomaten-Stil gehandelt. Also hier ein Automat der BVG. Dann haben wir hier die Tracklist zum Album. Bedeutet, wir haben hier 4 Tracks, 4 Tracks, 4 Tracks, 4 Tracks, kommen wir auf insgesamt 16 Tracks auf A, B, C und D Seite verteilt, also 4 Tracks pro Seite. Dann haben wir noch die Infos, wer gemixt, gemastert hat und von wem die Cuts sind. Oben links lesen wir noch MC Bomber und rechts Shaka One und unten links haben wir noch einen Barcode aufgeklebt. Jawohl, das Ganze natürlich über das Label Nordachse erschienen. Wir haben hier auf diesem Album keinerlei Features. Dann schauen wir mal hinein. Also so sieht das Ganze dann von innen aus. Hier lesen wir wieder Nordachse und links Shaka One, rechts MC Bomber. Dieser Zug ist wohl nicht mehr in Betrieb, der sieht ziemlich verlassen und ausmanövriert aus. Dann kommen wir zum Inhalt. Also hier haben wir einmal Vinyl Nummer 1. Dann haben wir hier ein wahrscheinlich Poster plus einen Bierdeckel. Und dann haben wir hier auf der zweiten Seite natürlich auch noch eine Vinyl. Und hier ist sonst nichts weiter drin. Okay, also wir packen mal den Bierdeckel und das Poster noch zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit den Vinyls. Die Vinyls kommen, wie wir sehen können, in schwarzen Papierhüllen. Wir haben hier einmal Vinyl Nummer 1. Die ist hier mit A-Seite beschriftet, also das hier ist die A-Seite, ganz klassisch in schwarz gehalten, die Vinyl. Dann haben wir hier auf der Rückseite natürlich die B-Seite, beide mit 4 Tracks bestückt. Dann packen wir das mal wieder zurück in die Hülle und kommen zu Vinyl Nummer 2. So, diese natürlich auch wieder in einer schwarzen Papierhülle und auch die Vinyl in schwarz gehalten. Das ist dann die C-Seite mit 4 Tracks und dann natürlich auch noch die D-Seite der 4 Tracks. So sieht das aus. Aber damit nicht genug. Es gibt relativ ungewöhnliche Inhalte, zumindest für eine Vinyl Edition. Der nicht ganz ungewöhnliche Inhalt, das ist der hier. Und zwar haben wir hier ein Poster. Das sieht man doch ab und zu schon mal in einer Vinyl. Okay, also in diesem Format, einmal hier im Hochformat das Albumcover, unten das rote Nordachse-Logo und auf der Rückseite haben wir unsere beiden Lieblingsordnungshüter MC Bomber und Shaka. Dazu gab es ja auch ein Video, in dem sie diese wunderbaren Outfits trugen. Und damit nicht genug, wir haben noch einen weiteren Inhalt und zwar ist das dieser wunderschöne Bierdeckel hier, Nordberliner Pils. Ja, also dieses Nordberliner Pils, das ist ja meines Wissens das Bier von Shaka One. Und auf diesem Bierdeckel sehen wir den wunderbaren Heiko.
In Berlin ganz oben unbestreitbar perlig. Nordberliner Pils, naturtrüb. Wohlsein. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Ja, passend zu dem Produkt. Die Herren trinken ja auch, seitdem das draußen ist, ordentlich Nordberliner. Und dementsprechend kann man das hier auch gut promoten. Und ein Bierdeckel ist da durchaus angebracht. Gefällt mir gut. Jawohl, das war soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Einmal der eben gezeigte Bierdeckel hier mit dem wunderbaren Heiko. Dann das Poster beidseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Sowie natürlich die beiden Vinyls, einmal hier mit C- und D-Seite und natürlich mit A- und B-Seite. Insgesamt 16 Tracks auf den zwei Vinyls verteilt. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Nordachse 2 von MC Bomber und Shaq Yvonne. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr MC Bomber und Shaq Yvonne unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.